Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mass Effect. So, und was ich ja auch mal schon die ganze Zeit hätte machen können, Aufstieg. Den haben wir ja auch schon hinter uns. So, also Sturmangriffstraining, ja genau, das ist für Nahkampfschaden. Wurde mir auch nochmal gesagt, dann werde ich da, glaube ich, mal drauf verzichten fürs Erste. Kann ich den Punkt von Schmeicheln eigentlich wieder runterholen? Leider nicht. Dann gehe ich nämlich hier erstmal noch aufs Spectre-Training. Dass wir das möglichst bald mal ausgeskillt haben. Wie gesagt, um die Waffen kümmere ich mich dann später nochmal. Ab wann? Ich glaube, erste Hilfe, schwere Panzerung. Okay, da bräuchten wir noch 3 Punkte. Ashley. Bei dir gehen wir mal weiter aufs Sturmgewehr. Wohl erstmal auf Panzerung, weil... Ja, wie gesagt, das war eigentlich so eine Idee, sie als Tank ein bisschen auszuskillen. Das heißt, wir können hier noch ein bisschen auf Fitness und Panzerung und so. Und Sturmgewehr als Hauptwaffe von ihr. 4 Stück haben wir, 4 Punkte. Dann skillen wir das doch gerade mal aus. So, um den Rest kümmere ich mich dann später. Meine liebe Tali, ich habe ja noch gar nicht geskillt. Das heißt, du gehst auf mir bitte auf die Pistole. Ein bisschen Panzerung würde bei dir auch nicht schaden. So oft wie du uns hier weggekippt bist. Dann noch ein bisschen ihr Quarianer-Maschinistin. Und ich glaube, dich skillen wir mal auf Dechiffrierung. So, und damit hätten wir Hacken freigeschaltet. Alles klar. Das erledigt. Gucken wir nochmal kurz ins Tagebuch rein. Die vermissten Forscher. Geht finden. Energiezellen. Und die Wasserversorgung. Ich glaube, ich mache dann... Na, wir reden erstmal noch mit den Kolonisten hier. Da sind ja noch ein paar. Ach ja, eine Hauptmission haben wir auch noch. Weil, gucken, was das Interesse der Geht ist. So, speichern wir. Und reden jetzt hier nochmal mit Davin. Die haben die letzte Angriffswelle zurückgeschlagen. Sie werden zurückkommen. Und wenn die Geht uns nicht töten, werden wir verhungern. Was unternehmen Sie, um diese Situation zu lösen? Ich müsste Warenfleischvorräte anlegen, aber das ist zu gefährlich. Der Alpha-Waren ist riesig und eine echte Bestie, vielleicht Tollwut, total außer Kontrolle. Ich kann nichts unternehmen, solange er noch lebt. Ich habe ein Raumschiff. Ich könnte Nachschub von anderen Planeten einfliegen. Sie sollten sich besser auf die Geht konzentrieren. Wenn Sie uns überrennen, brauchen wir keine Nahrung mehr. Erzählen Sie mir von Suzhou. Es gibt hier Wachstum, oder gab es. Aber Sie sollten mit Faidan sprechen. Er ist unser Sprecher. Warum soll ich mit Faidan sprechen? Können Sie mir nichts sagen? Ich möchte jetzt nicht darüber sprechen. Sprechen Sie mit Faidan. Erzählen Sie mir von sich. Da gibt es nicht viel. Ich kam mit meiner Frau Greta hierher. Wir wollten Abenteuer und ein neues Leben. Das alles hatten wir uns ganz anders vorgestellt. Aber natürlich wäre alles besser ohne diese Geht. Vor dem Angriff hatten wir uns hier gerade gut eingelebt. Erzählen Sie mir von den Waren. Solange die Geht angreifen, kann man sie nicht jagen. Sie stürzen sich auf alles, was sich bewegt, sogar auf die verdammten Maschinen. Der große Alpha-Waren ist das eigentliche Problem. Er ist eine wilde Bestie, total außer Kontrolle. Ich muss gehen. Bis dann, Commander. Alles klar. Da hätten wir noch ein Terminal, das wir hacken können. Das versuchen wir dann auch gleich mal. Frachtloks. Aha, haben Sie etwas Verdächtiges gefunden? Menschliche Essensrationen für mehrere Monate wurden zu einer nicht registrierten Welt im Voyager-Cluster geliefert.
Die Log-Einträge sind nicht eindeutig, aber anscheinend sind sie irgendwo ins Amazon-System geliefert worden. Sowas, sowas. Und wir haben einen neuen Auftrag. So, können wir jetzt mit... hier war ja auch noch einer, der bei seiner Frau saß. Genau, Hollis Blake. Entschuldigen Sie, aber meiner Frau Kalanta geht es zurzeit nicht so gut. Sie muss sich ausruhen und einfach akzeptieren, was geschehen ist. Was ist Ihre Aufgabe hier in der Kolonie? Ich bin medizinischer Assistent, seitdem die Ärztin tot ist zumindest. Ich gebe mein Bestes seit ihrem Tod. Können Sie mir etwas über diesen Planeten erzählen? Eigentlich auch nur das, was ich vom Kolonialbüro erfahren habe, aber... Es ist alles etwas anders hier, als Sie gesagt haben. Es ist nicht alles schlecht hier. Wenn diese Geht erst einmal weg sind, können wir etwas viel Größeres aufbauen. Was ist mit Ihrer Frau? Diese ständigen Angriffe haben alle sehr mitgenommen. Aber sie wird sich abfinden, wie wir alle. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nein. Sie braucht nur Ruhe und Zeit. Zeit, alles zu kompensieren. Wir werden es schon schaffen. Erzählen Sie mir bitte von dieser Kolonie. Ich kann Ihnen nicht viel darüber sagen. Am besten sprechen Sie mit Faldan, wenn Sie etwas wissen möchten. Warum können Sie mir nichts sagen? Ich möchte doch nur etwas über die Kolonie wissen. Faldan ist unser Sprecher. Wer könnte Ihnen besser Auskunft geben als er? Wissen Sie, wonach die Geth hier gesucht haben? Ich kann mir keinen Grund für diese Angriffe denken. Wir wollten hier nur unser Zuhause aufbauen. Ich muss gehen. Bitte tun Sie alles, was Sie können, um die Angriffe aufzuhalten. Ja, irgendwie ist das schon komisch, dass da keiner von selber sich irgendwas sagen will. Verdächtig, verdächtig. Wie sieht's mit ihr aus? Hallo, Commander. Schön zu sehen, dass uns der Rest der Galaxie noch nicht vergessen hat. Bitte, ruhe dich aus, meine Liebe. Du darfst noch nicht sprechen. Aber Sie sollten wissen, dass... ich meine, Sie bedeuten viel für uns. Jetzt geht es mir schon besser. Das ist doch hoffentlich nicht ansteckend, oder? Mir geht's gut. Ich muss nur wieder klar denken können. Diese Schmerzen seit dem letzten Angriff... Es geht gleich sicher wieder. Keine sichtbaren Verletzungen. Aber sie leidet unter Schmerzen. Sie muss sich ausruhen. Sie braucht nur etwas Ruhe. Das ist alles sehr verdächtig hier. Okay, dann haben wir, glaube ich, hier mit allen soweit gesprochen. So, ich glaube, das mit dem Warren will ich dann zuerst mal machen. Den Tunnel unter Zeus Hope. Jetzt können wir nämlich auch den Aufzug da benutzen. Speichern können wir auch nochmal. Und dann machen wir uns schon mal bereit. Ihr seid soweit ausgerüstet, jawohl. Das freut mich. Vorsicht! Scouts, sie werden jeden Augenblick. Ich weiß nicht, wie viele ich noch aufhalten kann. Jetzt können wir auch hier an den Marco. Okay, da wollte ich nämlich eigentlich nicht hin. Eigentlich hatte ich ja vor, dass wir uns erstmal um die Dings kümmern. Hier um die Probleme, die wir hier in Zeus Hope haben. Dann war das doch hier hinten. Man kann auf die Karte gucken. Treppen zum Tunnel, genau. Ich denke, das dürfte es gewesen sein. Genau. Heil dich mal gerade nochmal hoch, Tali. Oh Gott! Sie war halt... Ich
Okay, dafür ist das Ding jetzt einfach nicht geeignet. Aber man sieht, die machen jetzt schon deutlich mehr Schaden. Im Vergleich zu vorher. Also das Leveln sollte man nicht vergessen. Es macht sich doch bezahlt. Ich weiß nicht, ob man von den Kolonisten irgendjemanden retten kann. Ich glaube eher nicht. Genau hier wollte ich eigentlich hin. Weil hier können wir uns jetzt um ein paar Sachen kümmern, hier unten in den Tunneln. So, zum Beispiel mal hier runter. Deckung bitte, danke. Warte, draußen wird das langsam aufladen. Also ich habe ja eingestellt, dass der mehr Schaden, aber dafür länger überhitzt. So. Dann werden wir da nämlich mal das Wasserventil öffnen. Das Ventil scheint zu einem großen System zu gehören. Höchstwahrscheinlich gibt es noch andere, die wir aktivieren müssen. Wahrscheinlich. Da, wo geht's doch weiter? Die haben wir dann im Warren. So, ich denke, da dürfte sich das MG besser machen. So viel Platz ist hier unten nämlich nicht. Der wäre weg. Können wir euch irgendwie rauslocken? Ich glaube ja eher weniger. Und Tali rennt einfach mal vor. Fällt dem Alpha-Warren zum Opfer. So, den haben wir mal platt. Der Warren fällt von Projektilen durchsiebt zu Boden und ist tot. Dies muss das Alpha-Tier sein, der Anführer des Raubtierrudels. Haben wir schon mal eine Aufgabe erledigt. So, du darfst dich nochmal hochheilen. Ein Schlammkanister, wie nett. Ah, neue Rüstung, zwei neue Rüstungen sogar. Nehmen wir mal mit. Und schauen uns die auch direkt mal an. Okay. Bringen uns jetzt beide nicht so viel. Die hast du ja... Ne, das wäre die gleiche. Tali, kannst du die eigentlich... Ne, du brauchst auch extra Rüstung. Alles klar. Ich glaube, an Waffen haben wir bisher noch nichts Neues gefunden. Nope. Okay, da haben wir noch... Ah ja, genau. Das alte, ausgemusterte Fahrzeug hat seine immer noch funktionsfähige Energiezelle erstaunlich bereitwillig hergegeben. Ist klar, hier haben wir noch ein fehlerhaftes Objekt. Mhm. Ein wenig mehr Zeug. Ich denke, dann haben wir hier fürs erste Mal ja, genug Zeug gefunden. Schauen wir uns mal weiter um. Wir haben immer noch ein paar ein paar Ventile, die wir öffnen müssen. Geh mal bitte in Deckung, danke. Und da haben wir schon wieder den nächsten Verwüster. Auweia, und das hat dann auch direkt Ashley zerlegt. Kannst du den vielleicht mal... Schildboost ist nicht schlecht, überlasten. Obwohl, der hat jetzt nicht mehr allzu viel. Sabotage zum Beispiel. Danach vielleicht den Gate-Schützen überlasten.
So, dann werden wir uns mal noch einen Schildboost gönnen. Die Waffe wechseln. Und hoffen, dass wir das überleben. Tali wird das nicht überleben. Seltsamerweise doch. Wir haben wieder einen Stufenaufstieg. Sehr gut. So. Jetzt haben wir noch einen Scharfschützen. Haben wir noch da? Okay. Dann werden wir den mal wegscharfschützen. Komm. Weg. Sehr schön, dann dürft ihr wieder aufstehen. Ups, so weit gekommen, Tali. Nochmal heilen. Ne, geht noch nicht. Na gut, die heilen sich ja, glaube ich, selber auch einigermaßen. Speichern und wir machen noch schnell den Levelaufstieg, sonst verpeile ich das nachher wieder. Genau, ich wollte ja Spectre-Training möglichst bald. Das mit der Einigkeit ist nicht schlecht, dass wir unsere Leute wieder aus dem, ja, wiederbeleben können. Ashley. Du kannst hier noch ein bisschen Sturmangriffstraining machen. Und Tali, dich skillen wir mal noch ein bisschen weiter auf. Die Pistole. So, Tagebuch hatten wir jetzt ja, glaube ich, nur Lieferung untersuchen. Jawohl. Da müssen wir jetzt noch Bescheid sagen. Noch ein Ventil finden. Und die Energiezellen abliefern. Gut, dann würde ich sagen, ich glaube, das letzte Ventil versuchen wir uns mal noch irgendwie zu holen, wenn Tali uns mal vorbeilässt. So, dann heil dich auch nochmal hoch. Hallo, Ian. Ah, ich erinnere mich. Sie sollten nicht dort runtergehen. Sie können mich nicht aufhalten. Ich könnte sie aufhalten. Wie würde Ihnen das gefallen? Oh Mann. Das war hart diesmal. Was ist nur los mit Ihnen? Nur der Peitschenruf des Meisters. Erinnert mich daran, dass ich noch am Leben bin. Sie sind hinter dem Gate her, stimmt's? Sie sind nicht die Einzigen, die an diesen Dingern interessiert sind. Wer außer uns sucht noch nach dem Gate? Nicht sucht nach, sondern versucht loszuwerden. Sie sind ein Dorn im Fleische des... Ah! Alles dreht sich darum, dass... Ah! Der Mann ist am Ende. Wir sollten ihn in Ruhe lassen. Vielleicht sollte ich ihn von seinen Leiden befreien. Daran habe ich auch schon gedacht. Schon oft. Aber ich möchte lieber im Kampf sterben. Vielleicht kann ich Ihnen helfen, wenn Sie mir von Ihrem Kampf erzählen. Nicht die Art Kampf, die Sie kennen. Es ist wie, wenn man in einem Dornbusch hängt. Nebenher, man zappelt des... Keine Zeit mehr. Wir bekommen Gesellschaft. Sprechen Sie mit Faidan. Fragen Sie ihn nach... Vorsicht! Ihr seid soweit alle eingestellt. Wollt dann... Einmal in Deckung. Habt ihr etwa schon alles erledigt? Ich bin stolz. Nicht schlecht. Nicht tun. Ich werde es nicht tun. Nicht tun. So, ich denke mal, hier sollte dann das letzte... Nein, hier ist nichts. Ah, ich glaube, das Ventil war da hinten in der Ecke. Na gut, dann machen wir hier mal einen Folgenstopp und dann schauen wir uns heute noch mal ein paar von den Codex-Einträgen an.
sagen wir mal hier ungefähr. Dann an alle, die jetzt keine Lust mehr haben, sich die anzuhören. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und für all die anderen gibt's jetzt Codex. Wenn die Geth einen Standort. Waren sind Allesfresser, mit einer Vorliebe für lebende Beute. Sie stammen ursprünglich von Tuchanka, der Heimatwelt der Krogana, und sind, wie fast alle wilden Lebewesen auf diesem Planeten, rudelbildende und perfekt angepasste Überlebenskünstler. Auf der Jagd nach lebender Beute treten sie in Rudeln auf. Wenn lebende Beute nicht zur Verfügung steht oder sich als unbesiegbar erweist, können sie auch als Aasfresser überleben. Ihre extreme Anpassungsfähigkeit, ihr aggressives Verhalten und die schnelle Fortpflanzungsrate haben sie zu einer weit verbreiteten und gefährlichen Plage auf vielen Planeten werden lassen. Wo immer die Kroganer landeten, folgten die Waren und verursachten große Schäden an den einheimischen Ökosystemen. Die Kroganer pflegen seit Tausenden von Jahren eine ambivalente Beziehung zu den Tieren. Sie kämpfen mit ihnen um Territorium und akzeptieren sie als geschätzte Gefährten. Bis zum heutigen Tag züchten die Kroganer die Waren als Kampftiere. Eine der häufigsten Unterarten der Waren verfügt über silberne Metallschuppen und wurde daher mit dem ungewöhnlichen Namen Fischhund bedacht. So, das wäre es dann diesmal auch mit den Codex-Einträgen gewesen. Wie gesagt, war jetzt nicht so viel. Und haben wir das auch mal erledigt. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.